Jo, 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 jo. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Kulturschätze da draußen. Ich bin euer Corny, der verrückte Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region. Und heute entführe ich euch auf die Regenstaufer Burgruine, die wir schon im Hintergrund sehen. Ein paar Impressionen, ein paar Geschichten, einfach nur dieses wunderschöne kaiserliche Wetter genießen. Ich bin total außer Puste, weil ich gerade diesen Berg nach oben gesprintet bin und freue mich, euch jetzt hier in diese wunderschöne Burgruine zu entführen. Bleibt dabei und seid gespannt, was euch heute erwarten wird. Peace, euer Corny, der verrückte Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region. Piep! Der Burgstall Regenstauf ist eine abgegangene Höhenburg auf dem Schlossberg bei 436,6 Meter über Normalnull im Markt Regenstauf im Oberpfälzer Landkreis Regensburg in Bayern. Die Burgstelle befindet sich in der Nähe der Gaststätte Schlossberg. Andere Bezeichnungen waren Burg Regenstauf oder Schloss Regenstauf. Von der Burg aus konnte die Regentalstraße kontrolliert werden, die an einer Engstelle zwischen Flussufer und Burgberg entlang führte. Was ich persönlich immer sehr friedvoll finde, ist auf Friedhöfen entlang zu gehen und diese besondere andächtige Stille auch zu spüren. Wir sind hier in einem ehemaligen Burgareal und so wie es schon seit jeher gegeben ist, wurde hier auch diese Burganlage genutzt, nämlich um einen ganz besonderen letzten Ort der Ruhe zu bekommen. Und wie schön ist es doch letztlich hier auf über 500 Metern Höhe in einem historischen Platz seine letzte Ruhe zu finden. Außer der Corny ist gerade hier und dreht irgendwelche Videos, aber die lieben Seelen und Geister verzeihen es mir, denn sie wissen, warum ich es tue. Nämlich zur Rettung der historischen Gebäude. Ja, der Tod ist auch so eine gegenwärtige Sache, die so viele Menschen von uns doch immer vermutlich nicht wahrhaben wollen. Dabei ist der Tod genauso ein Teil unseres Lebens wie der Verfall von historischen Gebäuden. Auch ich als Bauingenieur kann nicht den Verfall von historischen Gebäuden gänzlich verhindern. Ich kann aber wenigstens das Bewusstsein dazu in die Welt bringen, um daran zu erinnern, dass historische Gebäude einen ganz großen Wert haben dürfen. Dass wir historische Gebäude nicht einfach gänzlich dem Verfall überlassen sollten. Wir dürfen historische Gebäude genauso wenig wie den Tod einfach auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn der Verfall und gleichzeitig der Tod einfach ein Fakt ist. Und das Interessante im Vergleich dieser Philosophie
historisches Gebäude und der Tod, der Verfall und der Tod ist, dass egal, was übrig bleibt, die Menschen, die nach uns kommen, immer etwas aus der Hinterlassenschaft schaffen können. Entweder bauen sie ein riesenhaftes Monument, welches begehbar ist und für andere Menschen die letzte Ruhestätte bedeutet, oder sie nutzen, wie in den damaligen Zeiten, als die Säkularisation begann und Burgen und Burgruinen dem freien Verfall und dem Verkauf gegeben wurden, als Rohstoffquelle und somit für neue Zuhausen, und in welchen Menschen wieder Dächer über den Kopf bekommen durften, um letztlich die Vielfalt unserer Menschenart in der heutigen Art und Weise in diese Welt zu bringen. So hinterlassen auch unsere werten verstorbenen Ahnen auch Dinge, mit denen wir heute Häuser bauen können. Es sind die Erinnerungen, es sind die Zitate, es sind die Werte, die uns vielleicht Oma, Opa, Urgroßvater, Urgroßmutter, Mutter, Vater in unsere Herzen gelegt haben, nämlich Stein für Stein mit jedem Tag, in welchen sie sich mit uns beschäftigt haben. So wie auch sich Maurer und Zimmerer, Elektriker, Spengler, Estrichbauer, Trockenbauer, Bodenbauer, Fensterbauer, Türenbauer, Schreiner, Dachdecker und all die anderen Menschen, die da die wunderschönen Gebäude des Lebens in Stein und Holz in unser Leben bringen, in die Welt bringen. So schaffen es auch wir, indem wir unsere Werte, indem wir unsere Erfahrungen, indem wir unsere Gefühle vor allem und Emotionen, Talente unseren Kindern, unseren Neffen, unseren Nichten, all jenen Menschen, die uns da am Herzen liegen oder in unserem kleinen Mikrouniversum leben, geben können. Und genau das ist auch eine Art der Philosophie, warum wir immer bedenken dürfen, dass der Tod unausweichlich ist. Er ist da. Und er wird auch niemals gehen, selbst wenn wir schon lange gegangen sind, wird er seinen Dienst für die Ewigkeit tun. Ja, die Philosophie ist ein stetiger Begleiter meiner Person. Und die Philosophie ist es letztlich, die uns zum Wachsen bringt und die uns unsere verschiedenen Talente in ihrer ganz eigenen Art und Weise in diese wunderschöne Welt bringt. So wie zum Beispiel hier dieses Architekturbüro die Sicherung dieser wunderschönen Burgruine vorantreibt. So wie irgendwelche wundertollen Designer, die im Wald beschrieben haben und auf diesem Bruchsteinmauerwerk, welches hier unverputzt die verschiedenen Epochen, die verschiedenen Zeiten uns wiedergibt. Es sind diese alten Plätze der Welt, die uns vielleicht auch zu uns bringen, die uns Fragen stellen lassen, wie
Warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod? Und was ist der Sinn des Lebens? Es sind die Wanderschaften dieses Lebens, welches genau solche ehrwürdigen Gebäude prächtig erscheinen lassen oder widerwärtig. Und genau das ist wiederum der Spiegel der Welt, das ist der Spiegel der Seele. Denn ob nun etwas schön ist oder doch widerwärtig, entspringt immer unserem Herzen. Ist es erhaltenswert oder ist es letztlich dem Abbruch sicher? Müssen wir hier wie die alten Vorfahren einen Eingang mit einem tiefen Wall und Ring schützen, um uns ungebetenen Gästen, die da trotzdem in der Welt herumlaufen, verbieten zu dürfen, einzutreten? Oder sind es letztlich Maßnahmen, die uns nicht vor anderen schützen, sondern wir uns vor anderen schützen? Oder wir schützen die anderen vor uns? Ja, die Philosophie, behauen in Stein, gesetzt Stein für Stein, um die verschiedensten Formen in die Welt zu bringen. So starr sind sie da, diese Rohstoffe, die einst im Bauch von Mutter Natur verweilt haben und letztlich aus der Liebe zum Akt den Weg gefunden haben, um monumentale Bauten herstellen zu können, über die wir heute noch nach über 500, 800, 1000 Jahre oder noch längeren Zeiten philosophieren dürfen. Dann sind wir gewiss, in dieser Zeit, in welcher wir leben, ist die Freiheit für uns so normal, dass sie letztlich keine Art und Weise darstellt, die wir jemals bezweifeln würden. Doch wenn wir bedenken, dass die Freiheit ein hart erkämpftes Los unserer Vorfahren waren, ob diese nun Burgen gebaut haben oder die Äcker bestellt haben, ob sie nun geführt haben oder geführt worden sind. Dieses Stück Freiheit, welches wir heute erleben dürfen, ist genauso vergänglich wie unser Leben. Dem sollten wir uns immer gewahr sein. Schon morgen kann alles zu Ende sein, ob unser Leben oder die Freiheit. Und dann entscheidet nur eine Sache, Überleben oder Tod. Unsere Welt entscheidet. Bin ich bereit, etwas zu verändern, ohne in Missmut, in Wut, in Trauer, in die Vergangenheit zu blicken, um mich dorthin zurückzuwünschen? Oder bin ich bereit, mit großem offenen Herz voranzugehen und das, was jetzt ist, anzunehmen, um meine Talente, meine Fähigkeiten zu nutzen, die ich davor nicht leichtfertig daher gegeben habe, um Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machten, sondern die ich im besten Fall nun entdecke und das Potenzial
für immer befreien darf. Befreien. Um zu leben. Befreien, um zu sein. Befreien, um die Schönheit des Lebens nicht nur zu sehen, sondern in jedem Detail der Liebe zu spüren und uns daran zu laben, wie herzlich schön genau dieses Leben ist, welches uns da geschenkt worden ist. Genau das kann es sein. Um letztlich die Früchte unseres Lebens in unsere Welt zu bringen. Im 12. Jahrhundert ist Regenstauf im Besitz der Burggrafen von Regensburg. Regenstauf war einer der Hauptsitze dieses Geschlechts. Diese Burggrafen stammten aus dem Geschlecht des Babonen. Sie haben die Ortsbezeichnung Stove oder Regenstove ihren Grafen- und Amtstitel angefügt. Diese Bezeichnung ist von dem althochdeutschen Wort Stauf, Stof, abgeleitet, das einen kegelförmigen Berg am Regen meint. 1125 erscheint Burggraf Otto als Comes des Dorf in einer Urkunde für das Kloster Reichenbach. Testiert Otto als Comes des Dorf und als Präfektus, das bedeutet Ratis Bonisis, seinen Sohn Otto II. Testiert, um 1145 in einer Urkunde des Klosters Aldersbach als Presses Otto des Dorfen. 1160 tritt dieser als Comes Otto der Regensdorf auf. 1147 erscheint sein Bruder Heinrich III. Als Comes de Regensdorf. Sein Sohn Otto IV. Wird um 1174 als Otto Filius Henrici Praefecte des Dauf genannt. Ein Henricus des Dauf, Graf Heinrich V., wird in einem kaiserlichen Diplom für den Kloster Reichenbach von 1182 erwähnt. Diese Familie, die sich nach dem Tod Otto I. in eine burggräfliche und eine landgräfliche Linie aufgeteilt hatte, nennt sich nach ihren Hauptwohnorten Riedensburg und Stäflingen. Vertreter beider Linien führen aber gelegentlich Regenstauf im Namen, sodass man daraus schließen kann, dass Regenstauf die gemeinsame Stammburg war. Wann diese aber genau gebaut wurde, ist nicht bekannt. Es muss aber vor 1125 gewesen sein. Nach dem Tod des letzten Babonen, Landgraf Otto VI., ist Regenstauf 1195 bis 1196 an die Grafen von Wittelsbach und Swan Herzog Ludwig I., den Kelheimer, gefallen. Deren Erbansprüche gehen auf die Heirat der Edelheit von Wittelsbach mit dem Babonen Otto zurück. In einem Vertrag von 1205 erscheint Ludwig I. im Besitz von Castrum Stouffe und der Burg Stäffling. Regenstauf wird zum Zentrum eines herzoglichen Amtes. Amt Zstufe, das als solches schon in der Urba um 1230 bezeugt ist. Der Ort gilt als Markt nach der ersten Landesteilung Bayerns. Von 1255 gehört der Ort zum Herzogtum Oberbayern. Wie ein Salamander.
So, Freunde der Sonne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir war es eine Wonne, euch heute durch diese Regenstaufer Ruine durchzuführen und durch die Philosophie des Lebens. Und es macht mir einfach eine unglaubliche Freude, zu philosophieren über das Sein, über das Nichtsein. Und genau das ist ja hier die Frage, wie es einst Shakespeare fragte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Und wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar, teilt diesen Beitrag in euer Leben rein, in eure sozialen Medien, denn mit jedem Beitrag, der geteilt wird, rettet ihr historische Gebäude und damit unsere Kultur. Peace, euer Corny von Kulturschützer Region und der verrückte Bauingenieur. Tschüssi!